so scheu haben sie auch, aber neugierig sind sie auch. Wat muss ich glücklich ihr in mein Bianetit, komm ich so grott vor Löcke zu weit. Twasche mit Schlüt in dick, der was mein Kinningrig, der pluckte Krölle, Krölle ton Krön. Ich hab ja mit meinem Mann und Kindern Plattdeutsch gesprochen. Ja. Ja. Kun Else in Leid frisch schnorke? Du kost jo frisch. Ja, sag ma üle Mensch noch mal Leidje Bjarne. Wir haben in ganz Rach Menschen in der Ülegemeinde Risem in Lohnheim interviewt. Ja, haben uns ein Leid von der Torpshistorie vertelt, zwischen 1920 und 1970. Es ging vor allem am grotte historische Kapitel, als auch gamm Leidje kehren. So in den Sommerorder üle Spale, wir haben mal Murmeln spalt, wir haben Pickerpule spalt, wir haben mal Flitzbogen spalt, das war bis hier auf Mauer den, da die Eishockey-Stücke haben wir auch, oder Dornskern, dann werden die dann richtig Post. Also der kommt mir sehr gut erinnere. Räuber und Gendarme haben wir spalt, Cowboy und Indianer, mal Flitzbogen, da haben wir immer, guck mal, wir brücken hier vor der Pfeile, vor die Flitzbogen, brücken wir hier Rede. Und da tuchen wir dann, wie wir uns irre Tau gerät. Und dann werden die alle in den alten Orte ganz besonders. Wenn Orte das sagt, dann muss aber was lösen, dann muss auch gehört. Das wären so uns Erinnerungen oder meine Erinnerungen in der Spale, was wir ihr dann immer machen. Hier. Immer in großen Flosen. Wir waren ja auch in Verschirmaut, vor allem auch bei der Küste. Die, was sie nun von der Hörne. Hier war es eigentlich gut eine Fraschfamilie, aber hier alle frisch mal geschnackt. Aber dann haben wir schon bei ihm. Und dann sagen wir, wir sind verkehrt, wir wollen. Das mag da einen. Ich sage, ja, mal geht es doch. Und wir haben auch noch einen Schleun, bitte. Blieb die einen oder anderen Mann bleibt, die noch lernen. Können wir ihnen in die Klasse. So was kann ich von Teufel da helfen. Und wir haben auch. Und dann wird aber Stellleiter dann wird Schule fangen. Und dann kommt dann die Maßen zurück, weil der Fund ist verreten. Und dann muss er gerade Parasade werden, oder wird die Chance da was, oder wird die Jäger was. Die was hat alles als so schlimm. Aber der Bjarne von der Ledgemons, der kaufte ihn, der Leiter haben dann bei ihr. Was? Erst in der Familie haben wir Volksabstimmung von 1920 vertilgt werden. Kostet noch Tonke? Die haben ja am Stuhl, dass die am Fraschland vor Tschirschen und Redit hängen. Nun, wisst ihr, die wissen, was schaffe ich das Name? Schaffe ich das in Nationalpolitik? Das lei, wie es in der vorigen Urbrück, lei eigentlich einfach eine Luft drin am Ball. Als ich witsch, ich hab angefangen, ein Triebweg an der Titte, dass es some Familie Donsch stimmt hein, das wussten wir. Und da werden dann komplimentiert, man Urt, was ja nicht ein Kompliment ist. Da hätten nämlich. Das ist die Grote Donsche. Und die Grote Donsche, das meint, dass die Grote in Bejüssing ist, dass Grote eigentlich meint, dass aufjahrt ihn. Jetzt muss ich wissen, was wir gesagt haben: Grote wird aufjahrt. Das ist ein Grottenverbreger. Ja, du hebst. Ja, ja, jetzt, yes, die wissen. Als die Grotte Donsche von Lohnheim wird Johannes Olsen betiegend. Ein Rissam in Lohnheim hin bei Völkeraufstimmung 1920 die Blut ganz Leidmenschen vor Dänemark stemmt.
Dapur, wat deutsche Sympathie visiten, würden as Verräter ansehen. Nordschleswig kam zu Dänemark, Südschleswig blieb bei Tschüsseln. Wir haben dann die 14. März in Grottil. Weiter zu der Südschleswiger, zu der Nordschleswiger. Wir sind noch der Verjahr. Da war es dann immer Abstimmungsfeier. Die 14. März mal wir in Grottil. Der Schlaf, wie wir verwecken, was wir haben, so voll rück als möglich zu hupen. Ein Bett auf die Küste hochgeht, einen großen Ruck abbaggert. Dann kommt dann noch so eine Streifigur bei, da war Hannes Olsen. Und dann wird die Ilm gemacht. Dann wird aber ein Train, ein Klugriss bei der Hauge. Aber auch das ist die Ine von Klugriss. Und dann wird ein marschiert mit Fleuterchor und vorne von Schildert. Und auch vorbei Hannes Olsen sind, hört's. Die werden natürlich singen, wir wollen. Keine Dänen sein, wir wollen Deutsche bleiben. Wir wollen keine Dänen sein, wir wollen Deutsche bleiben. Und da ist ein Volli, was von Mautgassen, die war ein leichter Stopp. Aber wir mussten einmal Dänisch mit. Dort habe ich die Küste uns verbinden. Jungs, die ist schießen. Blau haben sie gehört, der Schankone. Aber die wird nicht stehen, ich meine, nicht älter. Das ist gar nicht passiert. Johannes Olsen hat 1923 in Lundheim die Friese-Schleswigsche Verein gründet. Der sochens der Frasche als ein Völk an. Ei als Tschüsche und ei als Donsche. Aus, ja, hin Donsche Sympathie und arbeiten mit der Donsche zu hupe. Der ihn, wir haben die Tageverband Nordfriesischer Verein für Heimatkunde und Heimatliebe, zu hupe immer die Lohnhammer Frasche für ihn vor Ostermoore. Ja, wenn er nennt von Vase, dort der Frasche in ein Völk wärnen, von deutsche Sympathie, wenn's jas rucht nennt Vase. Ja, sehen, der Frasche san in ein Völk, ja san in Tschüschen Stamm. Was holen Alfred von die Nordfriesische Verein, wat jahrling 100 ihr werden has? Ja, wie nommen sie dort alten der Zander Sandis-Frasche? Ja, noch bloß die Sandis-Frasche oder bei ganz Wasser und Ost. Ja, mein nicht gut Olva. Ja, wir haben vorher mehr Tschüss als Frasch. Und die haben hier wie alten Mann der Sandis-Frasche genommen. Ja, und mein Mann hat alten vertilten auch seinen 119 in Grottdemonstration in Neibel, wie die Momsen Vormund von die der Verein. In großen Rede an Fraschel, wir wollen keine Dänen sein, wir wollen Deutsche bleiben. Oder durch an die Sand. Und dann hätte, haben am drei zu den Jungs gesagt, komm Kinder, wir wollen jetzt nach Hause. Und sagen, hüsch ich mal den Jungs. Als Vormund von die Frasche für ihn. Das war allgemein. Das Frasch war man so was dabei, was für Ölte. Mann oder Eierschnacken, vielleicht mal der Hühnfrasch, aber mal der Knachtplatsch und mal der Würfhuchtschisch oder so. Das war alles man so dabei. Dann werden, fangen wir auch zwei Frasche Farine. Und dann habe ich beim Tungbau, das ist ja nur der Linktuber. Das Thema seiner Frasche in ein Völk und die inzwischen Stamm, wo es noch ihr Tinte in Kehr am zu streben. Aus Inje von der 20-Jährige kommt ein ganz anderes Problem ab. Ja, das hat ja eine Landvolkbewegung gegeben. Das gibt einen Roman von Fallada, Bauern, Bonzen und Bomben. Und die ist eigentlich noch diesen verfilmt worden. Und dann, als die dann den Film dann läuft, der kommt das Schnauk davon ab. Das ist eine sündige Jährige wahrscheinlich gewesen. Und dort als, ja, eine 20-Jährige, was wir in der Kunde nur ein von dir vertellen wird am Gang, bei der Henning Gehl. Die Kreditabnahmen, Betriff wurde zwangsversteigert und so weiter. Die sind dann auch alle Leute in Hanewehen, wenn die Zwangsversteigerung Eipen, Loden, die auch alle Klusern hat, ins Klusern hat, wer dann sowas, was nicht in Uniform ist, was alle nicht. Mal Hundstocker Hane. Und jetzt hat erst ein Neibel bei dem Amtsgericht ist eine Bombe hochgegangen. Das Amtsgericht wusste ein aus dem Dienstbuch von den Neiblinger Lohnräten. Und das Wort vertellt, dass ihr erfuhrt, hier bei uns und Ulus und in Schule logert wenig von Nacht oder Tau. Und die haben Bombe wieder geheißen, die haben ein paar Dynamitstücke gehört, haben das vorstellen. Und dann hätte der
Die Essen kommen dann ein Loch vor Kim, sehen sie der Flasche hier. Dann sagen sie auch, wir all, if der Neibel to the Bornhof. Und hier waren dann quasi verabschiedet, weil er sie dann abgeführt, if der Hösenwürde oder so. Man hat der SD auch bei mir. Was bloß zu wollten, nein. Da wollten wir doch ein Stück. Ja, ja, hier wird hier stehen, hier wird hier Präsenz wissen. Wie sind die? Was dann hat er SI? Das Eidloch kommt dann. Ich weiß nicht, du kannst ja auch immer sagen, ob der liegt am Markt gehen. Du fängst ja nichts vor den Sorgen, wenn er Abfall verkauft. Du kannst mit Christ am Markt gehen, da fängst du mit der Hüss. Du kannst mit Deutschland, du fängst da nichts vor. Das bist du noch? Das bist ja, du noch? Wenn man da nicht da liegt, wenn ich Christ am Markt gehen, dann fängst du jetzt Deutschland. Fängst du nichts vor. Das geht für nichts. Die Tau können wir behüllen und Grotmauer da oder was schämen wir denn mal? Ja, das war's an der 20. Da war's 1928. 1929 war's dann ganz hinter. Dort wird er 1929 dort die Tau und dort die was Bären. Aber fängt just den richtigen Moment dort vor. Dort ging ja was Bären. Manning von da, was auf Furie all in der Landvolkbewegung radikalisiert werden bjahn, maldeten jam Tour NSDAP. Mord Flaschhörn, wo es all vorlügende 100 Trien dort die ihren Brünn hochbohren. Es war eine Armut, die ist unvorstellbar. Die Leute im Allgemeinen, wir hatten die kleine Rente von meinem Mann. Die Leute im Großen und Ganzen nicht zu wie viel zum. Zu wenig, um zu leben und zu viel, um zu sterben. Ja, das war meine Devise, ja. Nein, was? Haben nicht diese Sachen, die wirk ich auch von den Hosen meines Mannes, das Unterteil, habe ich noch Hosen für Martin genäht. Und ach, nein, es war nicht. Und dann kommt dieser Guru und verspricht uns den Himmel auf Erden. Und dann hat man das erstmal geglaubt? Ja. Und haben Sie sich denn später doch von ihm betrogen gefühlt? Als es durchsickerte mit den Juden, mit der Judenverfolgung, ja. Als erst in diesem Morgen Manni begeistert war, und würden erst als Hanni am Sanz, als sie Krieg alten Solunger durfte, und es vor der Kirche Blut noch retour ging. Das war schon eine heiße Zeit, auch für die Kirche in dieser Zeit. Auch noch eine Kirchenfeindlichkeit. Wie hat die sich denn hier im Dorf Ausdruck verdient? Gab es die hier nicht? Also soweit ich das gehört habe, gab es keine Kirchenfeindlichkeit. Jedenfalls nicht in unserem Ortsteil Lindhorn. Im Gegenteil, also man hat an dieser Kirche festgehalten. Am Anfang war Pastor Wohnberg da, hinterher Pastor Schau. Dann hat Pastor Behnke aus Riesum die Gemeinde mitverwaltet. Da weht ein etwas anderer Wind, bis dann nach dem Krieg kam ein Pastor. Was heißt das, ein bisschen anderer Wind? Das macht ja neugierig. Pastor Behnke war eher ein Befürworter der Nationalsozialisten. Hat es dann auch abgelehnt, die Russen oder Kriegsgefangenen, die im Straflager Brohweg waren, zu beerdigen. Oder auch Polen, die hier beim Bauern untergebracht waren. Hier jeftet auch ein Kriegsgefangenenlager. Jeftet ihr auch noch was zu verteilen? Nichts raus. Gar nichts raus. Es war ein Lager, bitte, bei Bornweg. Wir bauen wir auf der Liegung. Ein Barackenlager. Die werden Russen. Das sind Masonot werden. Da haben wir hungert. Da haben wir förderlich gelassen. Der war ein Chef, was förderlich voll war so, ja. Und da haben wir die Kanone bekackert. Der ist mein Schwiegertat Schachmeister gewesen. Und der, du wiesst du da doch? Und die hat der Torb das Wurst? Oder zu hin an der Rosse stö? Ja, sein
Das war der wache Leben der Bötter. Das sind Traufs manchmal weh. Da werden die Eier schnaugt. Wenn du da fraufst, fängst du nie nur dort. Da habe ich auch keiner lassen. Was schenkst du denn morgen? Und dann haben wir dann eine Decke und dann fehlen uns Armen. Dann kommen die neuesten so Typhus oder was, ein Zeuge. Dann werden wir natürlich auch ein Börderwandsmann abgehört bei den Schürken in so einem Massengrab. Und auch Rindsmann. Das sind aber wie wachgehört werden, dann sehen, Stefan inbietet werden. Wer wird hier genau? Ich krieg, tuch mehr und mehr junge Riesemer in Lohnhammer und sind Ärmel. Hannes Backer kommt auf der Russland. Ende September 41 ging eine Fliegerbombe auf Klugerissen in Rissendel. Mörre Hüsinger und Börresten gebrochen auf in den Wüsset und Klugeriss verließ in Bien. Die Heimat reichte Front die Hände, hätte, wann er ein Radiosinning und die Bläse an der Soldaten tocht wird. Vor Leningrad lief er sogar in Grottraven von Soldaten und Zötonner. Die Propaganda in der Heimat was vernäht, dort stand ihnen was Positives beruchte Kö. Friesischer Teepunsch mit russischem Wodka. Stalingrad gefallen ist, die ganze erste Seite in der Zeitung, habe ich auf den Küchentisch gelegt und habe geweint, obwohl wir keinen Soldaten da hatten und so weiter. Nicht? Und dann war, mir hätte der Krieg zu Ende sein müssen. Das letzte Krieg, ja, das wissen Sie doch alles, was ich hier sage, hat doch mir nicht. Ja, aber ich wusste noch nicht, wie man das in Riesum-Lindholm gefühlt hat. Nein. Ja, einige waren ja ein bisschen fanatisch doch und wollten es nicht wahrhaben. Und bis zum Endsieg sollte immer noch ein Wunder geschehen. Von der Kapitulation, ist der wovon vertilgt worden? Ja, von Audre Wittig, der war Dürte Piane, wie einer, als ich da war, ich noch kann, Thomas. Hansen her von der Orde, hier ist Jürte Pjane, hier vertreten sind Soldaten von Dornstubek, himmlische Soldaten, dann haben wir bei Lohnheimer Bohnhof alles Rutschmittelscheid, was noch hin, Handgranaten, Waffen und alles. Und dann haben wir gesagt, Leute hier alles, die können wir fein mal sparen. Dann haben wir sie dann schnappt, dann tun wir die auf und dann haben wir mal die Karabiner schön. Und dann hast du ein paar Dinge Gott gegen sie auch. Dann kommen wir noch ein paar Öle, weil das ist ein paar langste Orde dahin, hier ist das Wachmann. Aber ich sehe Munition, die haben links noch was abbewahrt. Der küsste dann mal den Hammer eben an den und dann ging der links noch hin. Also der ein Märchen ist, aber ich hätte als die links das vorgestellt, dass was sieht, was Eisengrott wohl spalt. Aber das habe ich da vertellt noch. Was habe ich von der Krieg vertellt, was jemand tobt und dann? Ich meine, Russland ab und Dill, das ist wahrscheinlich oft Dinge vertellt worden. Ja, Krieg, man tat erst Egon 20 und ich sagt, ich wüsste mir ja über den Kriegerdenkmal, mein Homie, alles zu schön ist. Und der sagt, Manning. Und das ist ein Londoner Kriegerdenkmal, als wir so anlädt, als ein Torburg leid, also von Osten zu Westen oder eine Hammelswartung. Und der lade, ich liebe leider sechs Nissens, das sind alle Brauner oder Vetter. Und das sind alle mal, kommt man nicht mehr zu schön weh. Das heißt, Egon 20, Lügen dort, die als sie nüngtein, man teilte dann, und ihnen fährt, also ihnen 20. Das sind ja alle in den Krieg gewesen. Und das ist ganz manchmal weggekommen. Du hast also auch noch mal Kriegshistorie von Tate? Das hat mich geprägt, ja. Man tat ja als seit hier zuvor alle, als ich, ich war fertig, als ich Toilette war. Dann braucht dann wieder alle in den Krieg. Dann nebenher wir wieder auch alle in den Krieg gewesen. Wenn hier ihr da was, ihr, dann fangen wir an, wenn jemand mal nimmt, ein Stück Schokolade und dann schon wieder Bett. Und dann fangen sie an zu schnurren. Wusste sein Navin in von dem Schäf, der Kerl ist aber auch da. Und der, da war spannend, war der Kerl zu erzählen. Dann haben wir alle in den Krieg, wenn er natürlich schnurren wir alle in den Krieg. Weil ja der Schöner Jörg verorben. Ich habe nur letztes vertobt, wenn der Mensch nur in Afghanistan wegkam, sind es wieder eben Trauma. Das haben wir da alle. Wenn er nur so was hat, wenn er was ist, dann haben wir da alle. Da haben wir alle so viele sein, und das haben wir sogar alle wieder. Okturs, wo ich sehe, also die haben wir was von euch fangen, natürlich. Flüchtlinge in Nachkriegszeit, dann kommen alle Flüchtlinge, dann gehen ja alle der. Ja, es kommen wieder Ötpompte von Kiel und Hamburg.
die habe ich allerdings nie. Aber die Flüchtlinge, da kommen, man hier Ehepaar und da muss man Latsch. Wir haben Schleppdienst, Störnsch und auch einen Latten-Schleppdienst oder einen jungen Schleppdienst. Und da kommen wir in einen Schleppdienst, da werden ein so 12 Quadratmeter Messer aufgehoben. Und da kommen da die Biese Ölemann und ihren Ungrammlichkeit. Da haben auch nichts, alles verlesen. Und dann schauen wir die Hube Kogel. Hein auch geeifohle. Da hein gar nicht. Aber ich geh dann durch auf und durch den Surtschlaf durch, da fangen da mal auf. Aber bei Points werden sie eine Laus, da werden ganz manning, da werden unerbrucht. Und da werden ein Welkim, das lieben wir nicht. Vor der Machen, da können nicht bei tun, aber ein alle wenigstens. Das ist ein Lavis und Hupen, meine ganze Familie. So kommen die Sahnen noch heute krieg. So kommen die Tochter heute krieg. So werden dann mal Fjörmund, da schleppen dann in die Dörnsch. Sagen wir aber Täler und ein bisschen Öl in die Latte schleppt uns und ich kann jemand schleppt uns. Da war es ein Grammlichkeit, aber irgendwie hier bei uns arrangiert hat schon gewesen, allerdings. In Pommern kommt Wolfgang Zahn, lügend 144, die meine Mams Schwester und Tante Ifter Lundham. Hier flüchteten mal Isenbohn. Ins Handhof dann Glicks von der Bornhof zur Familie Kruse kommen. Die Schörmeister Rudolf Kruse, wie dann der ganze Inge mit meiner Mom und meiner Tante Boot hebe, meine Schwester was auch. Der erste Tau hier noch der, aber erst dann ist das Saal gegangen. Und dann, wenn ich der Ei bloß gut war, ich hätte auch Boot, aber ich bin ähnlich, und der hier ich mein Frühstück liert, ganz für alles labt. Ich habe dann tun. Das ist ganz für uns, wo sind die Eier, oder sind von der Strote, ja. Ja, ganz für uns, das ist richtig, ja. Ja, das wusste aber auch, das sind von der Strote, wie ich dann gut werden bin bei Nisleitens, Nis Johansen, Nisleitens, wo sie bekannt war. Und auch hier, der Börde steht, wann ich gut werden. Hier, die auch mein ganzes Sommertitel, wann wir Ferien haben, und beim Wims Wagen und Maune Albert Hüswin hat er auch gelaufen, Boot. Mein Esel fangen, mir hat das Gott gegangen. Ich hätte ja auch. Und die eine sahen, wie ich mal drüber der Schörwein bin. Und ich wusste dann auch, sonst in welcher Börde war. Was wusste denn der Bieder, als bei der Kruses und bei Mam und Tante gewesen. Was wusste er über die Bäder? Ja, Bäder wusste natürlich, weil ich mich dann jüttet all für Tiere so interessierte. Vor allen Dingen, die wären Hengste, ich höre Ritte, hier auch voll ran, auch mal die Sahnhube, hier wird Flüge auch mal haut, sind aber Hengste auf der Lungenbeerwehen und all so was. Und der hier bin ich dann auch wieder so richtig reingekommen, da ich lese auch. Und hier, als ich noch schön war, bin ich glücklich wie in meinem Hengste, in hier Plauderline, und hier ganze Fälle bestellt. Und ich will dann auch gar nicht mehr, was alles war. Der hier hat dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr das Fehlen, dass ein Flüchtlingsdrehen war. Eh? Der hier hat der Tor. Der, ja, das wusste. Das wusste ich nicht so, dass ich der auch immer willkommen muss. Und ich hörte auch zu Gott auch all tote Familie, meine ich. Wie wusste das aus? Vor der älteren Menschen, die als Flüchtlinge gekommen sind, auf der Rissermann Lohn haben, wird der auch noch Gruppen verschämen, zwischen die Hiesigen und den Flüchtlingen, wird, wusste man auch, wem es ein willkommen, hilft zu was auch? Das hätte ich sicher jedem, ja. Aber ich hätte ein belabt. Meine Mama da vielleicht ja, aber mir erst das alles so gekommen, dass ich ein will geben muss. Gorei will kommen, wie an der Flüchtlinge bei Donsch Manner hat. Ja, hoveten efter 1944, dass der eine neue Völkeraufstimmung kam wird. Ministerpräsident Lüdemann sagen ja am 1947 als ein Rattenfänger, was Flüchtlinge und Beamte mal Walle efter Südschleswig brucht, dort ja bei einer Völkeraufstimmung vor Tschüschland stemmen.
Aus efter 1949 lief Knorp noch um, dort jemme Grenze zwischen Tschüschlen und Dänemark verschiffen wird. Johannes Olsen und sein Neffe Carsten Brüsen arbeiten efter 1944 stark mit der Dänschmannerei zu Hupe. Aus ja mogeten deutlich, dort ja frasche in ein Dänsche wären, auch wenn dort ein in Aachen so soch. Wie war das denn mit dem Johannes Olsen? Was war das für ein Mann? Ja, das wussten wir, dass er Dänenkönig war in Lindholm. Sagte man von ihm? Ja. Und was hieß das, dass er für Dänemark war, oder? Ja, Propaganda für Dänemark, ja. Und war er beliebt oder unbeliebt? Teils, teils, nicht? Es kommt ja dann die knappe Zeit nach dem Krieg, nicht? Das waren ja alle Speckdänen, nicht? Sagte man? Ja. Und warum Speckdänen? Ja, sie kriegen noch die Speckpakete. Nicht? Ich habe so in Erinnerung so einmal im Monat ein umfangreiches Paket mit viel Käse dabei und alles so gute Sachen. Und Sie meinen, die waren bloß deshalb für Dänemark, weil sie was kriegten? Eine lose Bekannte, die Frau von dem nicht mit der wir manchmal so ein bisschen zusammenkommen. Und die kam mal zu mir, Mann, und zu mir und sagte, Else, warum gehst du nicht in den dänischen Verein? Die war bei von Rantum her, bei Husum. Sagt sie denn, ich blieb in mein Herz immer deutsch, aber warum soll ich die Pakete nicht mitnehmen? Das ist eine wahre Geschichte. Eine hat uns dort interessiert, mit der Jahrlichsir. Wir waren einfach in der Deutsche. Und hier waren wir ein Tor. Der Jungs, da waren ähnlich, naja, da lebt man wie die Abdonschön, da war es ja kein Geschlecht, da waren ähnlich, da sind sie ein Ernst Jungs auch. Da waren alten sind Leute dabei, aber da waren dort fürchterlich knapp und waren damals hüben. Hier war es ähnlich ein Tor, ähnlich, der Master waren ähnlich, Master in der Deutsche, der Master hier. Nun haben wir so was aus, die waren mehr, da wird die kommen auch immer mehr. Aber da waren alle Hülpen. Und wenn du jemand hieß und du hieß ein Hüss voll Jungs, konnte ich das gut verstehen. Aber eben, dass du uns Familie oder mein Schwiegertatje, was das ja wäre, die Familie so in oder wie ein Marathier, dass hier Deutsch was, Karl was Deutsch, keine Klima in London haben, da waren ganz tschüss, dass der Tussmann drüber bekam, also dann waren sie lacht. So, da dazu. Und dann war er, wie ich sagte, also lädt dort. Und so wie ich, haben da Dr. Rochte gegen Karl gekommen, wir bei uns, da war schon Bruder. Was war eine Belastung da? Da war eine Belastung für die Familie, was das eine Belastung, gerade. Nun, ich so, das war so selbstverständlich, dass wir Deutsch waren, nicht? Und das ging an uns ein bisschen vorbei mit denen, nicht? Wir fanden das alles lächerlich, nicht? Das haben wir indoktriniert werden dort schon. Die Schule war auf Deutsch, alles war auf Deutsch, was Kultur und so weiter und so weiter. Und man kannte nur die deutsche Geschichte, Friedrich der Große und so weiter und so weiter. Nur alles Deutsch. Ja, das fing dabei an. Und die Schörk, und die Priester, und die Liebegut, also deren kulturelle Gurdusse, da waren Tschüss. Ich konnte ein Lettking ohne, hängt in einer Tonte irgendwo. Dann ist der 45, wo es Lady war in der Luft von Aufstimmungen und so weiter und die Annexion von Dornscheid. Kommt das der ein wieder, dass Jam Fußmann würden, erst dass Jam Vaterlandslose gesehen sind, war das Schirsche. Doch. Ja. Oh, ja, das würde ich noch erzählt werden, also Vaterlandsverräter zu kehren. Das wird erzählt. Ja, aber jetzt. Dann kümmere ich so auf. Ja, ich habe ja Argumente. Ich war ja ertrunken in Diskussionen bei der manchen. Also, der war. Ja. Das hat mich eisdiert, wenn es da Zeit habe. Wenn es noch mal Zeit habe zu mir, dann kriege ich es zwar. Aber was es an mir Zeit habe, das wusste ich ja auch. Wir können dann, wenn ich kriege,
dorthin Hane Wienien zu der nationale Frasche in ja, das kann ich erzählen. Na, ein öfterer Krieg, der von meinen jungen Menschen auch vor, auch gut, der Sprung oder Platzen, der meinen Bläse, Illusionen, werden ja, ja ins Döger haben, in Kummer können der haben, in Vertrieb, also in Verfügung zu wasen. Aber was für ein Verbrechen hum labet hei? In mat wat von hum Verbrechen labet hei? Wat für Güte die ich noch ei wusst? Guck, ich seh du dummer noch. Dann will ich mich glück morgen am Minwral. Ein Präve in Maas. Ich habe so ein Modell mit der Ruchte durch. So viel als möglich. Letz, in Jassischen, so dat für wich wer für glaubet? In wat hum as? In der kümmt das frasche Matto. Ich wusste, und zwar schon, hey, auch, was ich mal glücklich werden. Frasch hat eine Historie. Aber, hör, hier war es noch was to. Hier war es noch to. Ich kann ihn böcke. Und dann kommt dort Fräse, wenn wir hüllen. Und wenn wir Fräse hüllen, weil dann fangen wir gerne an, und Fräse mal die Neber zu hüllen. Und indoktriniert was sie gewöhnt, ein Friedpaulenschöll, all diese Neben, inklusive Donsch. Da werden ja hier ja all, werden negativ betitelt werden. Also ich tue, aber ich kann hier in Beda wasen durch meine Familie. Und ich tue, wenn ich eine Fräsehülle war, dann schauen wieder manche, die auch davor, dort wie eine alte Installung von Auto ist, neben. Plattische Neben konnte, getische Neben, aber die Norden, ei. Zu Hupe mit Johannes Olsen in der Buisenfamilie, als auch mit Manning Audere, belabert Marie in Aufbruchstimmung bei der Nationale Frasche, hör ja am Frieser-Schleswigscher Verein von Johannes Olsen, efter 1944 normt. Vor allem Carsten Buisen seht am als SSW-Politiker in der Gemeinderätsch von der Rissem in. Aus hier in Steilen Mötchspaler, Heine Jula von der CDU. Wir haben hier Heine Jula, Team und Carsten Buisen, dann wir natürlich zu, was ein Team, die deutlich und bestimmt ja den Standpunkt vertreten können, aber da das nicht direkt Feindschaft wäre, das kann ich nicht sehen. Aus Heine Jula, die Mutter Gore, oh, wie sie dort hier frische Bjarne, was man da donschen tun. Nein, das makes more, aber ich kann das auch als Junge so bewusst machen, mit die ganz ehrlich gewesen. Hewig einfach rein. Wir haben ja Umgangssprache in der Gemeinde, was flasch. Was kann ein Thema? Bitte wir dann die ihnen die Aude neituffen und dann hätte er ihnen doch eine Gemeindevertretung, ich bitte doch zur Amtssprache zurückzukommen. So, und das was natürlich, dann soll ich mal Carsten Buisen ihn auf ihn durch Tisch nocken. Das was eigentlich so ihn durch. Das war dann irgendwann in der Sümti? Ja, das was in 8. Sümti, 9. Sümti, bedann hewig flasch nocken, mein Aude. Dilling auch noch, wenn du Dilling in die Feuerwehr kommst. Feuerwehr, also Feuerwehrvorstand, das im Lohnheim, wird praktisch bloß Flaschenhocken. Und wenn wir mal uns Freunde tun, dann gehen alle Triebsprecher immer oder schön. Das ist gar nicht ein Thema. Und wer hat Dilling eine Gemeindevertretung? Also ich habe, wir haben mehrere, wir haben noch mal Flaschenhocken, Plattisch und Hochtisch. Aber wenn wir eine offizielle Sitzung haben, wird Hochtisch nocken. Dort hielt er dann doch ja. Ihn doch verankert? Ja, dort hielt er verankert. Frasche Strotonome kommen all in der Süste Ing und Rissem in Lohnheim ab. Die Konkurrenz zwischen der Fischili nationale Ötruchtinge von der Frasche hat was, der vor Sörri dort zu kommen. Aus in der 50er und Süste Ing gingen vor der Maus der Menschen einmal eine Frage auf der Nationalidentität, Frasch, Tschüsch und die Donsch. Ja, wenn man morgen bei Wirtschaftswunder in Modernisierung, Technisierung und Mobilisierung. Die junge Generation wird abstanatsch in der Lungwilligkeit von der Üle. The Vincent David Four was ein Beatband ut Lohnheim. Wann der Ollande sehen, hör schuchst du bloß wieder ut, wussten ja, dat ja ganz modern wären. Ja, und dat was die Soul was knacke voll. Wir hier das Silber von Kassierer hat und auch ein Rutschmitter. Und da haben wir auch das Instrument geschlafen, dann abbagget und dann, was dort Arkensan, was dort knalle vor, wird gespart. Wer hebe ich denn gespart? Hier ein paar Knopf, einer Rede, ein Leg, ein Tischriss, ein Musfeld, ja, für Thomas noch. Und der was immer, waren wir zusammen, die Spräge mit Dilling noch manchmal rein, waren dort was in den Klasse-Tit oder so. Na, du hieß Lung her?
Ja, natürlich. Und hier die Tor. Lange her und. Naja. Ein Gitarre spielt? Nein, nein, ich kann ihn nicht so ein Mensch spielen, ich kann es sein. Dort wären Beatles-Stöhne, was weh, dass die dann zuerst noch ein Single oder so, die haben wir uns dann besorgt. Und dann haben wir ja diesen, die Text, da wären noch öffentlich dann. Das heißt immer, was wirklich nice habe. Was dann just ein Radio kam oder so. Und dort was dann, und dann eben von der Stones-Stöhne. Ja, Under the Boardwalk und Satisfaction natürlich, das was so wären so sauber, was manche hier waren. Ja. Und also, das, ja. Was dann populär war, das schönste aber Rahewe und auch immer was nice, was nur eins so richtig konnten. Ja. Dann kommt's. Und das was prägend voll. Wenn um Dilling zu Beich kiegt, schaut um auch Strukturwandel in Hunel, Gewerbe und Lohnwirtschaft. Wie haben Sie da ein Torb? Die hat Kollwitz. Sind wir kommen von hier, gehen wir wieder nach hier, als was Flüchtling wählen. Aber die Schuhe haben wir alle einen Torb gekauft. Das gerne. Schön mehr Hand der Kollwitz, der wird eine Schuhe gekauft. Dann natürlich Manningler die Lohne. Die Hefen, Nansen, und Heinzen, und Paulsen, und Hütter, all hätten allerdings gemischt waren Laden. Ne? Wer mit meinem Zettel, hey, der wird auch betalt, das wird dann in der Mauni was betalt. Ich hätte so guten Zettel, ich wollte eine Zeitschrift kaufen, finde ich noch. So eine Comic-Zeitschrift. Ihr könnt auch teuer sehen, die Hefen von meinem Nomen dann aufschreiben, und ihr könnt dann einfach alle, und ich gehe auch einen Zettel von meinem Mann. Das heißt, ich entweder spezialisiere, und das heißt auf jeden Fall der Arbeitstitel verkorte, weil das Verhältnis von Material zu der Lühn, das hat ihn enorm verschoben. Ja, da haben wir ja einen ganz leichten Lühn, als sie anfängt. Und dann haben wir dazu, dass die ganze Sozialkosten, alles der Druck kam, und das war immer mehr und immer mehr. Und durch das Verhältnis schaust du, was gauer wäre. Und auch Qualität lebere. Das eben dort, was dann als Investition nützlich war, da Maschine zu kaufen und auch gaue Menschen zu heben, haben wir Qualität und möglichst kurzzeitig Jotostein. Ich habe 50 Mal Angst angefangen und ich habe auch noch jahres wieder Angst. Aber ich zeige dann, wenn ich ohne Angst, so eine Angst gehen da. Hören wir einen Jahr noch? Ja, ich habe 3 Spannen. Da ist 1 Spannen, man 2 Angst, 6 Angst. Schleswiger Hengste, ja. Und, auch, wenn, und dann kam die Träger, ja, und ich weiß noch, was war ein ganzer bei dir? Was vor allem war es? 51, da war ein Aargeier. Da war ja von einem ganz jungen Typ. Und dann, ja, ich bin, die scheiß noch vor, aber dann hat Feld. Verdämpfer. Und ich weiß noch, die hast, da war ein bisschen hast, und ich sehe, wenn man Hengste dann, ja, wir dachten, wir können das legen, man trägt Mauer, aber das war dann zu genug, die Wette nicht, ich leider man. Wenn er dann wieder was drüber war, konnte ich den Träger, egal, war das blau. Aber das war ein Schiff. Die Träger, die können gar nicht mehr. Und das Hengste, das haben wir dann nützlich, dann noch Brücken, waren dann ja meine Hengste, meine. Dann natürlich noch klar, aber mal Krampf, kurz man sieht. Und wer am König Träger dort einschauen? Die Rutschte. Das Beispiel dauert von hier bis auf der Moosbild sind das vielleicht 3,5 Kilometer. Die werden hier 35 Börde in der Süßige Erne und die sind nur noch 3. Also, zuerst hat die Gange voll, die Betriebe gingen weg und dann bloß ein paar öfter. Das ist hier auch ein Torb auch deutlich zu machen. Das wir im Lohn haben noch ein Börde-Torb. Das ist eine schwere Frage. Ich war natürlich ein Mensch, Schuchtwesenwerk, natürlich sehe ich nicht, ja. Aber wenn die Autobevölkerung ist eine Frage wird, dann liebe ich erst das Einmesse. Strukturwandel
gesund schrumpfen, das andere Steg wurde, was wird eine Bläsestunde hat, aber Grotter, da war der Blöbe war Grotter und da wird ein Blöbe an ihm wach und dort das Heerochse. Wenn der an dem Jan die Tetons an einem Lohn wird schärf, wusste noch Natter? Ja, es war. Was war's nicht? Das ganze Torp hätte nur so ein Leitmarsch weit unter dem Tempo von der Lohnwirtschaft. Weißt du, wenn auch eine erst hätte, wenn der Juni erst, dann war es Fuller Maut und der Hammelfort war endlich nächstes Mal, der musste nächstes Mal aus der Wurstwart in der Röwe hocken, schon mal in Gerne noch, und so, wenn just Market was an Neibel. Also die ganze, und wenn die Käse nicht wären, dann würde die eventuell auch helfen, wenn wir wussten, ja, der kommt von dir, dann fängt es wird das gebraucht oder wenn man sowas anteilt. Also der muss Lundwitschek noch einen Sorge von Thieltor? Et Thieltor, was eine hätte auch natürlich alten Quengel, die Rentner geben, jüttet all, aber doch, nur, wir haben nur beste Jauge, jüttet, und er heißt, da werden auch eine Kuchen, und dann schon der Tohüss, und dann werden der Jauge, und dann schon dann ja auch dort, Dezibel oder Dick, und bei Tönge vorbei. Und dann kommen nur manche dann auch in Stöhn und in Posten, aber das Eiber ja eine Türen. Und als Stöhne alte Schälen, da kann man ja den Stöhne einfach. Das ist ja auch ganz schön. Wenn der ja eine Türen, das ist klar, dann stöhnt sie auch. Aber ihr wusst irgendwas Verständnis. Dass der dann wusste, ein Schlamm, da kommt nur, da wusste ein Herbst und dann. Oder ihr hängt den Tau verbunden oder was, dass der einringen könnt. Das wusste vor Jahr klar, dass das Massen tussend torpiert. Ja, dann nehme ich einen. Oder das ist eine Sümmtige, was man so wehnt. Das ist hier der Tor. Hast du den einmüssen? Nein, das lief ich gar nicht so. Das meine ich manchmal, was die einfach nichts mehr tun. Da das so gut mal hat oder so, aber da wiese die einfach nichts mehr tun. Da ist die Unke, wenn die jemand will, wenn sie auch voll Grotter waren. Da kannst du gar nicht mehr tun, die Träger in die Augen, das dann irgendwie so 100 tun, die da das dann jungen Leute voll fliegt. Und wenn so ein Grotter Gülle wollen, kam, die stimmt dann einfach. Wir haben die Stimmung mehr dazu behaupt. Das lief ich erst einmal so. Da kann man so gar nicht so wiese. Hast du das am Lohnheim dann auch noch ein Börde-Tor? Nein. No. Ich versehe das erst nicht einfach beide. Ich habe diesen Teil von. Meine, also, da wird direkt bei Torpstraße, leider von Moswil, mit einem Meter Glückless, kannst du einmal aufziehen. Börde wird dir sein. Bei einem Torp von 3000 Menschen. Hast du das wirklich einmal vor? Das ist noch ein Faktor mehr. Da wird Börde sein, meine Sille was noch. Dort ja, hier, ich bin ja nur Börde und so. Bloß da, das ist all vorbei. Lief ich. Dort verhüll von der Torpstiele, Turnaude, von Moosbill mit Krompehüss. Uha, konnte ich noch gut taugen als Junge. Der Lohnheimer, der hier wir alles bekriegt. Also, war der Rissemann? Ja, ja, der Lohnheimer, der ist ja ein scheißlich Vorgast dort. Ja. Kusche, wo ich bekannt wäre, dass du in Rissem Lohnheim brauchst. So wusstet ihr. Wenn du das auf Dilling schaust, das ganze Torb ihn erst. Wir sind in Lohnheim, das oh, das ging gut, Geld, mein Alter. Ja, wir was haben, ist das als Streberei. Aber ich als Junge, wir haben noch so ein Bande halt und dann haben wir so kaut und alles. Bei der Lohnheimer? Bei der Lohnheimer. Ein Moosbill, wo ist wieder bei Jam dann? Nein, Moosbill, wo ist auch wieder so ein Leitbitte vor, der Moosbill. Da haben wir ein Leitbitte vor. Ich will das mal, ich will der Moosbill also vor Fulden. Und dort ist immer eine Irme-Menschen. Ja, die wir haben auch mal eine Irme-Menschen, ja. Und tut Lugris, ich umgehe in Beziehung, da wirst du mit wer. Nein, Lugris. Ja, die habe ich eisevolle. Nein, eisevolle Kontakte. Dilling tongst du nur einmal, da der Lohnheimer komische Menschen sind. Die erste doch noch so ein Leitverblaven von. Von, naja, hier ist der Rissam, hier ist der Lohnheim. Hast du noch Leibwerb vom Blaben? Ach, vielleicht ein ganzer Leibkick. Aber ein mehr so. Das ist mir jetzt bloß. Ja. To üles ihn, düngthundert düngel Sösti, werden der Gemeinde Rissam und Lohnheim zu hupeleit. Moosbill hiert o lung erfori to Rissam und Klogres to Lohnheim. Die Klugresser seid, ich bin Klugresser, die Moosbiller seid, ich bin Moosbiller. Die Lohnheimer seid, ich bin Lohnheimer und die Resmer seid, ich bin Resmer. Aber das ist Dilling einmal unbedingt die voll. Bloß, wir haben ja Ortsstile, da haben wir eigentlich ja eine Tradition so leid. Und die waren wir auch einfach bei Mauer. Wir fehlen uns Dilling als in Torp, Resm Lohnheim. Das ist gar nicht Thema. Ich schalte hier nämlich so ein tolle Mama.
Kranz machen. Alle Tralle, Tralle. Was muss ich glücklich ihr in mein Bianetit kommen, ich so groß für Lücke zu wit. Twasche mit Flüt in dich, der muss mein Kinning reck, der pluckt ich Krölle, Krölle tun grün. Was muss ich glücklich ihr in mein Bianetit kommen, ich so groß vor Löcke zu wild. Twasche mit Schlüt in dick, der was mein Kinning rick, der pluckte Krölle, Krölle ton grün.